Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, King of Retail, dem Verkaufssim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, seit der letzten Folge ist natürlich einiges passiert. Es gab mittlerweile ein größeres Update und zwar, gibt es ein paar neue Dinge für die Damenbekleidung, neue Artikelständer und auch einen neuen Dienstplan und den werden wir uns heute erstmal anschauen. Bestellungen und so weiter habe ich schon durch und was ihr auch geschrieben habt, ist, dass wir mal die Preise überprüfen sollten. Werden wir auf jeden Fall in der heutigen Folge machen. Das heißt, heute werden wir hier neue Arbeitspläne erstellen, nämlich dieses, die Wand hier mit den Schulungen ist weg. Dafür haben wir ein komplett überarbeitetes Board. Das gucken wir uns einfach mal an und ihr seht schon, ne, das sieht alles komplett anders aus. Bedeutet, wir müssen da einiges einstellen. Wir haben hier natürlich wie immer noch die Arbeitstage, ne? Also hier nach Wochentag. Ne? Wir haben heute, glaube ich, weiß ich gar nicht, was haben wir heute überhaupt für einen Tag? Wir mal gucken hier. Ah, Donnerstag haben wir. Und hier können wir jetzt bei Frau Decker zum Beispiel sehen, wie viel Berufserfahrung die hat, wie viele Tage die beschäftigt ist, wie viele Tage sie krank war, der durchschnittliche Lohn. Das sind die Persönlichkeitsgeschichten. Und man kann auf jeden Fall hier jetzt sehen, wofür die eher geeignet sind. Vorher hatten wir irgendwie so eine Art skillbasiertes System. Hier haben wir noch bessere Fähigkeiten, die wir auch noch wohl freischalten können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier können wir den Mitarbeiter quasi zur Schulung schicken. Das wäre jetzt das neue Menü. Man kann auch die Fähigkeiten wohl verbessern, indem man hier dann einfach draufklickt. Die werden wohl freigeschaltet, wenn die Leute bei der Schulung waren. Oder eben halt gearbeitet haben, je nachdem. Es gibt Auffrischungskurse, es gibt Verbesserungen der Fähigkeiten und darum müssen wir uns jetzt wieder um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmern. Man sieht auch hier den Lernfortschritt, das heißt, da sehen wir das Ganze, hier ist der Ist-Stand und je nachdem, wie viel die arbeiten oder wie viel Erfahrung die haben, desto besser ist das Ganze. Das Arbeitsmenü sieht auch komplett neu aus. Man kann jetzt den Arbeitstag starten direkt definieren. Man kann den Arbeitstag beenden und kann auch Aufgaben verwalten für Mitarbeiter, entweder auf Stundenbasis oder auf den ganzen Tag. Das heißt, das kann man dann jeweils hier soweit ready machen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Tage soweit hier eingerichtet bekommen. Grundsätzlich müssen wir erstmal wieder schauen, welcher Mitarbeiter kann was. Das war vorher ein bisschen einfacher. Das ist persönlich jetzt meine Meinung. Deswegen müssen wir uns da wieder ein bisschen reinfuchsen. Frau Decker, was kann die überhaupt? Da muss ich erstmal gucken. Die ist Verkäuferin, ne? Verkäuferin ist sie. Dann müssen wir uns mal nochmal die Sachen anschauen. Und die ist Pendler. Okay, die ist das. Das passt soweit. Heißt, wir müssen hier die Frau Decker für Verkäufer einteilen, ne? Wir gehen einfach mal rein hier. So. Das soll immer auf den ganzen Tag passieren. Beziehungsweise Arbeit starten. Können wir ja quasi hier sagen, dass sie um 9 Uhr beginnt, zum Beispiel. Ne? Dass sie dann kommt und sich um die Verkäufe kümmert. Das können wir einmal hier auch verschieden einstellen, dass sie auch einmal um 10 Uhr kommt, whatever. Oder um 7 direkt. Ich würde sagen, dass die immer um 9 Uhr kommt. Das passt soweit. Zack, hier können wir um 10 sagen. Und komplett frei hat sie dann hier Arbeitstag beenden. Soll sie dementsprechend, ja, wenn sie um 9 Uhr anfängt, mit Pause eine Stunde. Eine Stunde Pause ist echt großzügig. Aber naja, so ist er halt. Das heißt, die macht bis zum Ende hier. Bedeutet, wir können die hier einteilen, dass sie dann hier Feierabend machen sollte. Beziehungsweise müssen natürlich erstmal Aufgaben verteilen. Denn Feierabend macht sie wahrscheinlich dann automatisch, wenn der Tag dann komplett rum ist. Wenn wir das jetzt nicht definieren und sie jetzt halt eher nach Hause schicken wollen. Wenn wir jetzt natürlich hier bei Arbeit starten nichts auswählen, würde ich jetzt behaupten, zum Beispiel hier, wenn wir das alles wieder rausnehmen, dann kommt sie halt so, wie sie eingeteilt ist. Arbeit starten, Arbeit Ende. Ich weiß nicht, ob man das definieren muss. Das werde ich nochmal testen. Sie ist auf jeden Fall Verkäuferin. Das heißt, wir müssen auf Aufgaben verwalten gehen, neuer Aufgabenbereich, Verkauf zum Beispiel. Das heißt, das soll die dementsprechend machen. Aufgabenbeschreibung, nur Verkäufer. Und heute werden wir halt uns einfach mal mit diesen Dingen beschäftigen. Aufgabensymbol können wir auch jetzt farblich definieren. Das heißt, wenn wir jetzt eine spezielle Farbe für einen Verkäufer haben wollen,
können wir das ganz normal machen. Es gibt auch eine neue Variante, das heißt, man kann auch Kunden außerhalb des Ladens begrüßen. Das ist eine neue Funktion, die werden wir dann auch irgendwann mal testen. Und hier haben wir jetzt soweit alles vorgegeben. Ich würde sagen, wir machen Verkäufer, machen wir mal genau in dieser Farbe. Wir speichern das Ganze, erfolgreich gespeichert. Und können dann, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, etwas zuordnen. Ach guck mal, hier sind sogar Sachen vordefiniert. Das ist auch nicht schlecht. Hier haben wir jetzt nochmal was Neues dazu bekommen. Wusste ich gar nicht. Okay, wir können jetzt sagen Verkäufer. Und ja, die startet am besten hier einfach den kompletten Tag. Ne, das können wir einrichten. Oder wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte das jetzt nur für eine spezielle Zeit haben. Also sprich zum Beispiel, dass sie jetzt hier zum Beispiel kassiert, kann ich das dann auch noch definieren. Ne, je nachdem, wie ich das Ganze halt haben möchte. So, wir können das jetzt hier auch nochmal einstellen. Das heißt, sie ist Verkäuferin an den Tagen, wo sie halt da ist. Zack. So, das müsste jetzt, glaube ich, auch gespeichert sein. Wenn wir jetzt hier die Tage anschauen, sieht das Ganze so aus. Dann müssen wir gucken, was Frau Kaiser am besten kann. Ich glaube, Frau Kaiser war auch ein Verkaufstalent. Oder war sie eher Kassiererin? Nee, Frau Kaiser war Kassiererin. Das heißt, da können wir jetzt hier hingehen, können den ganzen Tag bestimmen, können auch nicht zugeordnet gehen. Die ist Kassierer. Bedeutet, wir können jetzt hier den ganzen Tag soweit auffüllen. Das wird dann alles ein bisschen bunter. Also ich finde das neue System nicht verkehrt. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu rein, wie ihr das System findet. Also ich finde es recht schön. Danny müssen wir auch nochmal gucken. Danny war Marketing und Verkauf. Ich glaube, den hatten wir für Verkauf eingesetzt, ne? Oder Marketing. War der für Marketing? Aber eigentlich nicht. Ich glaube, der war eher für Verkäufe. Bin ich mir gerade nicht sicher. Das heißt, wir können jetzt hier auch wieder was zuordnen. Verkäufer. Zack. Für den ganzen Tag einstellen. Zack, zack, zack. Das geht halt relativ fix. Blub. Dann haben wir Ali. Ali war auf jeden Fall Verkäufer. Da bin ich mir 100% sicher. Bedeutet, hier auch wieder auswählen. Ganzer Tag. Blub, 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 blub. Sehr schön. Timon war, glaube ich, an der Kasse. Und der ist nicht Simon, sondern Timon. Der war an der Kasse. Sehr schön. Das heißt, Timon können wir jetzt hier einfach mal für die Kasse als Kassierer einstellen. Für den ganzen Tag immer. Blub, 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 blub. Sehr schön. Und so haben wir dann hier die ganzen verschiedenen Sachen dann nach und nach auf jeden Fall auch eingeteilt. Ne? Matthias, was war der nochmal? Matthias war, glaube ich, auffüllen, ne? Ich glaube, der war für auffüllen gedacht. Der Herr Bader. Oder war der auch Kassierer? Warte mal. Verkäufe und Marketing. Wer war denn nochmal fürs Auffüllen gedacht? Muss ich mal gucken. Den habe ich jetzt erstmal noch nicht eingeteilt. Der Per. Was macht denn der Per nochmal? Ah, Per macht Kasse. Okay, gut. Den können wir schon mal einteilen. Nicht zugeordnet. Kassierer. Bäm. Zack, 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 zack. Sehr schön. Das haben wir auch eingestellt. Und der Toni, der Gute, der macht auch Verkäufe. Hä? Hatten wir nicht einen Mitarbeiter, der auch aufräumt? Aber ich meine, das war der Mathis. Toni war eher so auch der Verkäufer, ne? Das heißt, wir haben 1, 2. Der Per war auch Kassierer, ne? Jo. 3 Kassierer. Der Per. Was hat der denn nochmal gemacht? Ich glaube, der Per war auch Kasse, ne? Ja. Per haben wir schon Kasse eingestellt, ne? Das passt. Matthias, was macht der denn, der Gute? So, gucken wir mal hier. Artikelbehandlung. Wer war denn nochmal? Was war doch der Matthias eigentlich, der Artikel einräumt, oder? Der auffüllt? Oder vertue ich mich jetzt mit einem anderen Mitarbeiter? Eigentlich sind die nach Reihenfolge eingestellt worden. Was macht denn der Toni nochmal? Und irgendjemand war auch Marketing. Guck mal, der macht Verkäufe und Kasse. Der Toni. War denn der Per nochmal? Kasse? Ah, Per war Marketing, genau. Per war Marketing, aber ich kann den jetzt auch dementsprechend anders einteilen, ne? So, gucken wir nochmal. Kasse und Marketing, da könnten wir den Per eigentlich einstellen für
Kasse und ein bisschen Marketing. Weil Kassen haben wir jetzt genug, ne? Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel Werbetreibender. Ich glaube, Werbetreibender war, glaube ich, die andere Variante, ne? Das war das mit Marketing, glaube ich. Ich glaube, da haben wir den eingeteilt, ne? Wir könnten ja sagen, dass er an den Tagen jetzt hier noch werbetreibend, oder wir sagen das anders, dass wir hier jetzt hingehen und sagen, pass auf, guck mal, der macht in den Abendstunden, macht er halt Kassierer. Das wäre halt auch möglich, ne? Dass er gegen Ende her den Kassierer macht und ansonsten ein bisschen Werbung macht. Natürlich können wir das hier auch noch einrichten. Zack, 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 zack. Dass er das hier so ein bisschen macht. Ne? Und je nachdem, wie er dann halt arbeitet, die ganzen Sachen dann auch ready macht. Ne? So würde ich sagen, das sieht schon mal ganz gut aus. Der Mattis, meine ich, wäre der Auffüller gewesen. Mattis war immer am Auffüllen, nämlich mir 100 Prozent sicher für den ganzen Tag. Auffüller. Ich glaube, der macht nichts anderes, ne? Was kann der denn noch? Aber die haben natürlich auch jetzt die ganzen Skills durcheinander geschmissen, ne? Oder was? Toni. Toni Mahoni. Schwierig. Aber ich meine, der Bader war Marketing, Verkäufe, Artikelhandhaben. Habe ich keinen mehr mit Artikelhandhabung? Ach, guck mal, er, der Timon hier. Aber Timon ist ja eigentlich so ein Allround-Talent gewesen, ne? Ich meine, das war der Mattis. Ja, der muss halt einfach dazulernen dann. Dann würde ich sagen, wir könnten den auch zur Schulung schicken. Da kann man hier noch verschiedene Sachen einstellen. Ach, das ist echt komplex geworden. Ich meine, der Mattis, der hat immer aufgeräumt. Bin ich mir relativ sicher. Aber die Skills passen nicht mehr. Haben die auch die Skills verändert? Oder war es der Peer? Aber Peer haben wir ja schon eingeteilt, ne? Toni? Toni Mahoni? Der macht auch Verkäufe eigentlich. Das heißt, wir haben jetzt hier. So, Kassierer haben wir auf jeden Fall genug. Verkäufer. Ich glaube, Toni war noch mal eine Runde Verkäufer. Wenn man sich die Skills hier noch mal anguckt. Schade, dass man den nicht gegenüberstellen kann. Das wäre auf jeden Fall auch eine coole Funktion. Könnte aber auch kassieren. Bedeutet, wir machen hier mal Verkäufer noch hin. Zack, 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 zack. Und der kann auch ein bisschen Kasse machen noch, ne? Kasse kann der auch. Was lassen wir erstmal weg? Den haben wir jetzt. Das heißt, der Pair haben wir auch. Der einzige, der noch fehlt, ist jetzt der Mattis. Aber der Mattis hat doch die Sachen aufgefüllt, da bin ich mir 100% sicher. Aber ist auch für Marketing gut. Das heißt, wir könnten ja hingehen und sagen, pass auf. Zuerst mal den ganzen Tag einteilen und das dann nochmal anpassen. Da bräuchten wir auf jeden Fall noch einen Begrüßer. Begrüßer finde ich immer. Müssen wir mal testen, wie das funktioniert. So, Auffüller. So, der könnte natürlich hier. Zack, 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 zack. Auffüller. Im Vormittagsbereich, so bis um 12. Und dann können wir sagen, okay, anhand seiner Fähigkeiten könnte der noch ein bisschen Verkäufe machen, ne? Das wäre jetzt so die Idee. So, Verkäufer. Das heißt, er macht bis mittags auffüllen und macht dann nach der Mittagspause hier so ein paar Schichten, die er dann jetzt hier soweit dann noch ready macht. Ich würde sagen, das passt, ne? Und zum Schluss füllt er noch mal ein bisschen auf. Ich denke, das sollte soweit ausreichen, dass wir jetzt hier den neuen Arbeitsplan soweit schon mal eingerichtet haben. So, das passt. Sehr schön. Wir haben keine zweite Seite. Mit den Schulungen müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Und was wir auch anpassen sollten, ist, habt ihr gesagt, guckt ihr doch mal dementsprechend die Preise an. Ich habe schon ein paar Preise angepasst, und zwar bei Herrenbekleidung Hosen, die Schuhe. Die werden wir uns auch noch mal anschauen.
dass wir die Preise da ein bisschen runtersetzen. Die Flipflops machen wir mal auf 29, auf 31. Wir setzen die ganzen Sachen einfach mal ein bisschen runter, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Preise zu sehr angehoben haben. Das habt ihr auch geschrieben, könnte durchaus sein, dass das der Fall ist. Ich senke mal die Preise, damit wir da vielleicht ein bisschen mehr Profit bekommen. So, 25. Gut, die anderen Sachen habe ich nicht drin, deswegen ist es eigentlich egal. So, hier haben wir jetzt auch sehr hohe Preise. Ich mache mal 39. 39. Hier haben wir, machen wir da 40. Der Gewinn ist natürlich immer noch hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann weniger verkaufen, ist halt auch mal, hier haben wir sogar 50 gemacht. Warum? Verstehe ich gar nicht. Machen wir mal 42. Immer, dass wir so zwischen 8, so zwischen 30 und 40% bekommen. 36, 40. Machen wir 31. Die Schuhe habe ich jetzt schon anders. Die haben wir 42. Machen wir 41. Und die anderen habe ich halt nicht mehr. Ne? Stilvoll. Wir müssten auf jeden Fall mal echt die Preise angucken. Guck mal, die Sachen verkaufen sich auch gar nicht mehr. Da habe ich dann irgendwann die Preise mal erhöht. Machen wir mal hier 45. 45. Und das war's. Die anderen Schuhe habe ich ja gar nicht mehr im Sortiment, ne? So, schauen wir hier nochmal. Wir haben auch hier auf Lager, ne? Sehen wir auch. 66 Euro. Das ist natürlich echt viel, ne? Für so ein paar Fußballschuhe. Aber die Fußballschuhe haben sich eigentlich immer gut verkauft. Wobei, wir könnten die ja auf 62. 62. Ich glaube, die waren immer ganz gut weg, weil ich da die Preise nicht angehoben habe. Machen wir hier 60. 60. Hier machen wir 55. Und hier machen wir auch 55. Damit wir da irgendwie so ein klein bisschen, mal Schuhe, lässig, Stil für Sport, ne? Hatten wir alles gehabt. Okay, Hemden. Langärmlich und kurzärmlich gibt es jetzt auch. Ist auch eine neue Kategorie. Da haben wir 65%. Dann machen wir 40. 40. 40. Jetzt mal alles runter, so ein bisschen die Preise hier. Das heißt, heute in dieser Folge mal so ein bisschen statistikenmäßig. 30, machen wir 29. Das sind, machen wir mal 28. 28. Und die haben wir gar nicht mehr. Ach, die haben wir auch noch auf Lager. Guck mal. Wir haben hier neue Pullover. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal neu mit hinzugefügt. Die müsste ich dann natürlich noch in die Riege mit reinpacken. Da machen wir mal 21. Ach, guck mal, wie hoch der Profit da bei manchen Sachen ist. Habe ich die echt mit Absicht so hochgestellt oder 20? Das ist auch 20. Können wir mal runtersetzen. Vielleicht haben wohl die deswegen nicht gekauft. Wobei 61%, das ist immer noch zu viel, ne? Machen wir 17. 17. 17. Vielleicht haben sich auch deswegen manche Sachen nicht verkauft. Das kann natürlich auch sein. So, kurzärmlich. Verkäufe. Wir müssen das mal ein bisschen sortieren hier ab und zu. Hier haben wir 61. Okay, machen wir 19. 19. Schade, dass man die Preise nicht wieder auf Standard zurücksetzen kann mit einem Klick. Das wäre natürlich auch geil. Aber es funktioniert leider nicht. So, die T-Shirts. Machen wir mal 11 Euro. Nehmen wir 70 Cent runter. Hier haben wir sogar 70% drin. Okay, dann machen wir mal 11 Euro. Hier können wir mal 15 machen. Schauen wir auf jeden Fall mal. Und diese hier machen wir mal 20. Ja, wir haben irgendwann nämlich mal die Preise alle hochgesetzt und dann auf einmal ist der Verkauf eingebrochen, weil ihr habt geschrieben, das kann eigentlich gar nicht sein, dass du so wenig von diesen Trikots verkaufst. Weil, oder überhaupt grundsätzlich, weil die Preise sind wahrscheinlich viel zu hoch, ne? So, Elektronik, Computer. Gucken wir da mal, was wir denn jetzt hier als Verkäufen haben. Da habe ich, glaube ich, sogar schon die Preise runtergesetzt, ne? Der Profit ist jetzt nicht so groß, wobei hier ist er noch richtig groß. Da können wir mal 480 Euro machen. Guck mal, wir haben echt Preise teilweise. 405, nicht 150, 450.
Das sollte, glaube ich, soweit passen, ne? Aber manche Sachen haben halt echt teuer gemacht, ne? 450, ja, 45. Nee, wir wollen es ja nicht verschenken, ne? Das sollte passen. Zubehör, haben wir den eigentlich erhöht? Nee, ich glaube, Zubehör war. Haben wir den echt erhöht? Ja, hatten wir. Für so einen Router 130 € ist ein bisschen viel, ne? Wir machen mal 110. Dann machen wir mal auch 110. Ist ja auch ein Router. Was haben wir denn hier noch? Keyboards. Machen wir mal 75. Dann sind wir unter 40% Gewinnmarge. Das sollte reichen. Eine Maus 80 € ist natürlich richtig viel, ne? Machen wir mal 65. 65. Vielleicht verkaufen die sich da ein bisschen mehr. Hier machen wir, keine Ahnung, 60. 60. Ja, können wir ruhig 65 machen. Das können wir auch runtersetzen. Da machen wir mal auch 60. Na, 60 ist ein bisschen wenig. Beziehungsweise ein bisschen viel. 55. Damit wäre so ein Highspeed-Router. Machen wir 85. Gehen wir mal um 10 € runter. Hier können wir 75 machen. Dass wir einfach mal so ein bisschen die Preise senken, um da mal zu beobachten. Komm, dann kriegen wir noch 40%. 50. Das ist halt auch maximal teuer, so eine Random-Maus, ne? Die können wir eigentlich mal auf 31 € machen. Die machen auch 31 €. 31. Hier können wir 32 machen. 50% machen wir dadurch Gewinn durch diese Maus. Was haben wir denn hier noch? Das ist dann auf 60 runter. Ich glaube, das sollte soweit passen. Monitore habe ich, meine ich, auch angehoben. Vielleicht verkaufen die sich da dann auch besser. Wobei, hier ist der Preis ein bisschen arg hoch. Hier könnten wir sagen, komm, pass auf, wir machen da 99,99. So, das heißt, heute haben wir wieder hier ein bisschen eine, ja, so eine kleine, ich stelle mal ein Folge, 99 €. Das müsste eigentlich passen, ne? Hier vielleicht noch ein bisschen hoch. Da machen wir 100. Müssen wir mal schauen, ne? Wie gesagt, wie sich das entwickelt. Lebensmittel und so weiter. Essen. Gekühlte Ware. Da war ich, glaube ich, gar nicht dran. Damenbekleidung haben wir noch nicht. Und dann haben wir das Ganze erstmal hier wieder soweit angepasst. Ansonsten habe ich soweit alles bestellt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann, ja, das Ganze dann in Angriff nehmen. Wir werden mal schauen, wie das hier mit dem neuen Plan funktioniert. Wenn ihr da noch Tipps und Tricks habt bezüglich des Planes, schreibt es gerne rein. Ich meine, da würden manche Sachen verändert worden sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.